Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic. Ja, wir sind das letzte Mal hier stehen geblieben bei diesem Orksklaven. Und ist das der, den wir suchen? Naja, mal schauen. Tarok brauchen Hilfe. Tarok verletzt. Dann vermute ich mal schon. Was ist geschehen? Tarok hier gefangen von blauen Soldaten. Plötzlich überall rote Soldaten. Rote Soldaten töten alles. Tarok hierhin geflohen. Rote Soldaten nicht gehen hierhin. Rote Soldaten fürchten Gachluk. Bitte helfen. Tarok verletzt. Gachluk sind dann wahrscheinlich diese Minecrawler. Bist du ein Freund von Urshak, dem Schamanen? Urshak waren Sklave wie Tarok. Urshak laufen weg, seien viele Winter her. Dein Freund sagte, du könntest mir ein Ulumulu machen. Tarok sehr schwach. Tarok ohne Medizin sterben. Fremder bringen Medizin. Dann Tarok helfen. Okay, und erstmal, was ist Gachluk? Na, wobei eher erstmal was brauchen wir. Was kann ich für dich tun? Tarok brauchen starke Medizin. Tarok, sonst sterben. Was für Medizin? Gachluk mich vergiftet. Tarok brauchen Medizin. Tarok haben Medizin, aber Tarok verlieren. Tarok nicht finden. Das heißt, wir müssen sie suchen. Ich hasse sowas. Ich werde die Medizin wiederfinden. Tarok sehr schwach. Fremder beeilen. Sonst Tarok sterben. Dann kümmern wir uns für unseren lieben Tarok, der uns ja helfen will, schnell um die Medizin. Drecks-Minecrawler. Wie konntet ihr es nur tun? Oh Gott. Wie ich das hasse. Und ich habe schon wieder vergessen, Backup zu speichern. Naja, was soll's. Fackel. Ich glaube, ich weiß nur, dass sie einfach so scheiße zu finden war. Und irgendwo in so einem Eck liegt, glaube ich. Schwert, Fackel. Oh. So, jetzt heißt es suchen. Yippie! Hier ist nichts. Ich bin mir irgendwie sicher, dass sie hier irgendwo sein muss, oder? Ich mein's. Oh Gott, Medizinsuche. Vielleicht auch auf der anderen Seite. Ich schaue einfach mal mich ein bisschen um. Vielleicht muss man da auch raufklettern. Kann man da ganz rauf? Jetzt muss man ganz kurz schauen. Hallo. Schinken, Trank. Warum kann man hier durchlaufen? Buch Astronomie. Ja, es hat wirklich mal ausnahmsweise auch was mit Astronomie zu tun. Ein Buch, das Astronomie heißt und was mit Astronomie zu tun hat. Ach du Heilige. Ah, jetzt sind wir auf der Seite. Verstehe. Da sind immer noch die Viecher. Jetzt sind sie unter uns. Jetzt kommt noch einer. Alter, wie viele sind hier? Einer ist tot. Ach nee, es waren nur zwei. Oder drei. Nee, es sind zwei. Kommt nur merkwürdig vor, wenn die auf einmal wieder auf der anderen Seite sind, dass man denkt, da ist noch einer. So, jetzt ganz vorsichtig. Nicht überraschen lassen von hinten, wie es so oft passiert. Wie in dem Video, wo irgendwie mein Mikro nicht gescheit gefunkt hat. Und dann auf einmal hinter mir ein Steingolem stand. Ich meine, wie schafft es das, ein Steingolem sich an mich heranschleicht? Er ist ein wandelnder Fels, den kann man doch nicht so leicht übersehen. Hm. Ich sehe nichts. Hier sieht nichts nach Trank aus.
Tja, Tarok wird wohl sterben. Naja. Zum Glück geht es ja gar nicht, dass er stirbt. Habe ich vielleicht schon den Trank oder so dabei? Trank der schnellen Heilung, heilen. Nee, ich glaube, das heißt einfach Ork-Medizin, nicht Trank der schnellen Heilung. Das hat mich jetzt verwirrt, warum der da ganz oben ist. Ist aber ein ziemlich schwacher Trank auch. Und der hat ja gesagt, er braucht eine starke Medizin. Suppe ist, glaube ich, keine Medizin. Oh Gorn, da bist du ja wieder. Bitte hau mir nicht deine Axt in den Rücken. Hallo. Suchst du wieder Streit? Halt die St- Ist gut. Ich warte am Minen. Okay. Bis später. Du deckst einfach meinen Rücken und hackst mir nicht in meinen Rücken rein wie beim letzten Mal. Das war auch so eine perfekte, ein perfekter Moment einfach. Auf einmal kommt Gorn mit seiner Axt daher und rammt sie mir in den Rücken. So. Nix. Bolzen brauche ich nicht. Ah, vielleicht ist die Medizin hier unten. Ja, ich hasse das. Ich hasse es, wenn man irgendetwas suchen muss und keinen Anhaltspunkt kriegt, wo es sein könnte. Und dann ist es am Ende in irgendeinem Eck, das einfach so... Naja, klein ist, dass niemand je darauf kommen würde, da nachzuschauen. Na, nix. Ah, hier lag da. Ah, das ist nur die leichte Armbrust von dem Gardisten, der da gelegen ist. Ne, hier unten sieht's nach nichts aus. Dann suchen wir mal weiter. Ich bin auch zu faul, das zu schneiden irgendwie. Das habt ihr nicht gehört. Da waren ja die beiden Gardisten dann unten oder waren es drei, ich habe keine Ahnung. Ach ja, da ist noch irgendwo ein Butler. Da ist Brot, Bier, Reisschnaps, oder? Jupp, ist Reisschnaps, keine Ork-Medizin. Oder ist Schnaps die starke Medizin, die er braucht? Ey. Du kommst ja nicht davon. Du bist genauso schuld daran, dass diese Mine überfallen worden ist, wie die anderen. Ah! Sorry. Ist es euer Ernst? Es tut mir sehr leid. Es tut mir sehr, sehr leid, dass ich ab und zu so diesen kleinen Cheat reinhauen muss, damit ich nicht einfach wieder alles von vorne machen muss, wenn irgendetwas passiert, was einfach nur wegen irgendeinem Fehler im Spiel ist. Oder weil ich irgendwo versehentlich runterfalle. Ja, das passiert auch ab und zu. Okay. Ich bin verwirrt. Da ging es jetzt zum Anfang, da war ja nichts, da ist auch nichts. Warte, am Anfang hab ich da überhaupt nachgeschaut? Wo Gorn war? Wie ich das hasse. Ein Trank, aber das ist keine Medizin. Das ist ja
Noch ein Trank. Aber immer noch keine Medizin. Denke ich zumindest. Geschwindigkeit. Oh. Wieso muss ich das überhaupt tun? So. Mal schauen, hier ist wieder nur eine Suppe und ein Reisschnaps. Oh Gott, das ist jetzt so ziemlich der langweiligste Teil im Pokal. Ist immer noch keine Medizin. Wie gesagt, alter Richter. Ah. Sieht ja ganz schön aus. Ist aber immer noch nicht so gut wie unser Schwert. Wie die Hüterklinge. Jetzt muss ich wirklich einfach überall schauen, ob ich das irgendwie finden werde. Drückt mir die Daumen, dass ich nicht verzweifle. So, da bin ich wieder. Sorry, musste ganz kurz weg. Hey, ja. Warum gehe ich da wieder zurück? Ich glaube, es kann gut sein, dass ich einfach irgendwann keine Lust mehr habe. Oh, oder der Krug? Und da ist keine Medizin drin. Ja, ich glaube, ich werde gleich meine Lust verlieren. Bolzen. Ah. Immer wenn ich auf einen Item treffe, denke ich mir, ah, da ist es. Und dann ist es was mit dem Bolzen. Ah. Ich hasse das. Warte. Ich glaube, das könnte, hier könnte ich sogar richtig sein. Ist hier noch einer? Von euch? Wichsern? Mit Drecksviecher? Ja, da hinten. Sehe ich noch einen Krieger? Kann ich mal suchen. Ah! So, jetzt kann ich ihn ausnehmen. Es gibt hier einige dunkle Ecken, da hätte ich meine Fackel doch noch mal mitnehmen sollen. Ein Trank. Zwei Tränke der schnellen Heilung, aber wieso sind die separat? Ich verstehe es nicht. Vielleicht ist das dann eine die Medizin und das andere fragt mich nicht. Ich bin selbst verwirrt. Und wieso kann ich durch die Teile da durchrennen? Na, ich denke vielleicht, möglicherweise habe ich deine Medizinkumpel. Ich kann die Medizin nicht finden. Fremder suchen weiter. Medizin hier unten sein. Tarok fliehen vor Gahluk. Tarok sich bei Flucht verstecken. Fremder auch suchen in Nischen. Leck mich. Was bedeutet Gahluk? Seien große Tiere auf vielen Beinen. Gahluk gefährlich. Orks und Menschen fressen. Du meinst wohl die Minecrawler hier unten? Ja, dachte ich mir. Du sprichst unsere Sprache. Tarok schon lange Sklave von Menschen. Tarok gut zuhören. Ich muss weiter. Fremde kommen wieder. Ja, ja. Okay. Ich glaube, ich greife gleich zum Internet. Weil, wie gesagt,
meine Fackeln. Ja. Da. Wie gesagt, sowas ist einfach nur scheiße, wenn man durchgehend einfach was suchen muss und keine Ahnung hat, wo man suchen muss. Na, ich schau noch mal ganz kurz dahinter und danach greife ich zum Internet, weil ich hasse das. Ganz einfach. Hier liegt immer noch die eine Fackel. Vielleicht da oben. Ha! Dann brauche ich wohl nichts mehr. Göttergabel. Beziehungsweise wenn es auf dem Boden liegt, heißt es Göttergabel. Wenn man es so hat, heißt es die Gabe der Götter. Interessant, interessant. Okay, irgendeine unsichtbare Kraft, Magie, keine Ahnung, magische Wesen, bla bla bla. Ich habe es nicht direkt durchgelesen, sondern ein bisschen angeschaut und ein paar Wörter angeschaut. Weil, hey, wer liest Bücher in Spielen? Hallo? Ah. Na gut. Ich will eine Schnecke hinter mich fliegen gerade mit der Medizin, weil ich will hier gleich wieder raus, weil es gibt hier einfach nichts mehr zu tun. Außer dann... Das hier, ich habe deine Medizin gefunden. Fremder nicht böse wie andere Menschen. Fremder gut. Tarok schulden Dank. Kannst du mir jetzt einen Ulumulu geben? Fremder helfen Tarok, also Tarok auch helfen Fremder. Danke. Fremder brauchen Krotak, Kastak, Dvachkar und Ortantak. Fremder bringen dann Tarok machen Ulumulu. Was? Was ist denn Krotak? Sein Flammenzunge. Sein Zunge von Feuerechse. Ah, von einem Feuerwaran. Wo finde ich eine Feuerechse? Feuerechsen in Heimat leben. Heimat von Tarok. Fremder suchen müssen. Auch können finden Feuerechse auf Sand bei Meer. Ich glaube, auf Sand bei Meer ist weniger gefährlich als bei den Orks. Was bedeutet Katztag? Sein Horn von Schattenläufer. Horn spitz wie Dolch und hart wie Stein. Ah. Oh. Wo findet man Schattenläufer? Leben in Wald oder in Höhle. Nicht mögen Licht. Seien sehr gefährlich. Fremder aufpassen. Und was ist Dvachkar? Dvachkar? Was ist das denn? Sein Zähne von Sumpfhai. Wenn Zähne beißen Opfer, dann nie wieder loslassen. Okay. Wo finde ich Sumpfhaie? Viele Sumpfhaie bei Lager von Menschen. Lager in Sumpf natürlich. Und was, was ist ein Ortantak? Hauer von großes Troll. Machen großes Löcher in Beute. Was? Wo finde ich einen Troll? Troll leben in Bergen. Troll lieben viel Platz. Fremder gehen suchen in Nordberge, aber passen auf Faust von Troll. Faust treffen, dann Fremder fallen von Berg runter. Ich muss weiter. Fremder kommen wieder. Also ich glaube, der Troll wird so ziemlich das Schwerste sein. Ich habe ja nicht mal mehr einen Schrumpfungszauber für den. Ohne den Schrumpfungszauber wird es etwas schwer. So, dann kann ich endlich aus dieser Mine abhauen. Und mich dann langsam auf die Suche begeben. Sumpfhaie fange ich, glaube ich, an. Die sind eh nicht so schwer zu finden. Da kann man eigentlich gleich sich denken, wo die sind. Muss ich da oben lang? Nee. Ich glaube, da passt schon. So. Gehe ich mal weiter. Oh, die Ambrosbornik. Kann ich nicht einfach gleich raufspringen, anstatt die Leiter zu nehmen? Das geht schneller. So. Ich bin echt froh, wenn ich das hinter mir habe. Wirklich?
Ich finde die Stelle mit dem Suchen immer am schlimmsten. So. Scheiß auf die Schwerter, scheiß auf die Bolzen. So, gone. Ich würde sagen, wir sind fertig. Ich muss nur mit dir reden. Hallo. Bis spät. Nee, der wartet jetzt einfach da. Was soll's? Oh Mann. Das war ein wirklich beinharter Kampf. Hätte nicht gedacht, dass Gomez Gardisten so viel Widerstand leisten. Die Hauptsache ist, dass wir sie wieder aus unserer Mine vertrieben haben. Ich werde hier bleiben und dafür sorgen, dass das auch so bleibt. Okay. Bis später. Aber Swiney, wieso haben sie Swiney getötet, diese Swine? Badum. Der war einfach so flach. Aber wieso Swiney? Ich werde mich immer an dich erinnern. Ich weiß nicht, wieso ich die kanadische Nationalhymne die Melodie mache. Wieso mache ich das? Wieso mache ich das? Bitte höre ich endlich auf. Da würde eigentlich eher das hier passen. Wieso bin ich? Wieso mache ich das eigentlich? Oh Gott, ich komme mir gerade selbst so behindert vor, wenn ich das gerade mache. Amazing Grace, das Wind. Ah, das erinnert mich an Mountain Blade, Napoleonic Wars. Auf den Bot-Server gehen. Dann jedes Mal, wenn irgendjemand stirbt, wenn wir Briten spielen, mit dem Typen mit dem Dudelsack herkommen. Und dann schön mal Amazing Grace spielen, weil gehört sich halt. Einfach Scheiße bauen auf einem Server, wo lauter Typen gegen hunderte Bots kämpfen, ja. Dann einfach so mitten ins Schlachtfeld stellen und dann irgendwas spielen. Die Bots juckt's halt gar nicht, ob man was spielt oder ob mal Gefahr ist, man wird getötet. Und... ja. Die anderen finden es nervig, dass man nicht mitmacht oder einfach nur die ganze Zeit sowas macht. Aber manche sind einfach auch geil drauf und dann einfach die ganze Zeit mitmachen. Ah. Das könnte ich vielleicht auch mal kurz zeigen, das Spiel. Nur weil ich es mag. Ich mag Mountain Blade. Mountain Blade ist schön. Sowohl Singleplayer als auch Multiplayer, als auch DLCs, als auch Mods, was weiß ich. Das zweite DLC habe ich dazu gar nicht mal ausprobiert. Viking Conquest. Ah. Das soll ja auch Singleplayer sein und zum Teil von den, zusammen von Mountain Blade Entwickler Studios und den Machern von Briten Waldermod. Die sind ja eh sehr gut. Bisher ist zwar noch ziemlich verbuggt und in Early Access, but, wieso bin ich eigentlich hierher gegangen? Jetzt habe ich mich verwirrt selbst. Sei gegrüßt. Mögest du in einem Stück zurückkehren? Ja, wie gesagt, wieso bin ich da überhaupt hingekommen? Gerade. Naja. An der Geschichte muss doch wohl was dran sein. So, dann holen wir uns mal meine gute, aber nicht sehr schöne Rüstung ab. Zumindest soweit ich noch weiß, nicht sehr schön. Ich habe jede Menge dieser Minecrawler-Panzerplatten eingesammelt. Fantastisch! Ich werde mich gleich an die Arbeit machen. Wie lange wirst du dafür brauchen? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Das ist eine komplette Neuentwicklung, Mann. Schau einfach ab und zu bei mir rein, wenn du... ein guter Kampf. Wie weit... dauert noch, Mann. Diese Platten sind gib mir noch etwas Zeit. Ich halte mich da lieber raus. Ja, Wolf. Dann als letzte
Part des Tages. Legen wir uns jetzt so lange ins Bett, bis er es endlich hat. Wie viele Panzerplatten habe ich dann eigentlich noch? Ah, da. 7. Wie weit bist du mit? Dauert noch, Mann. Gib mir. Hey, du! Geh raus. Ich will nur ganz kurz schlafen. Hey, du! Ich weiß nicht, ob man da einfach nur in der Story fortschreiten muss oder es reicht, wenn man ab und zu pennen geht. Wie weit bist du? Dauert noch. Gib mir noch etwas. Na, wisst ihr was? Das lass ich. Ich halte mich da lieber raus. Da fuck! Was zum Henker war das? Ach du Heilige. Na, wie gesagt, ich glaube, das war's dann mal für heute. War jetzt nicht so lang. Ich weiß. Zumindest denke ich. Und nicht sehr viel Interessantes passiert. Wobei, mal noch ganz kurz eins hier, damit ich wenigstens irgendetwas gemacht habe. Weil das geht ja eh schnell. Weil ich ja gleich hierher kann. Jetzt ziehe ich auch wieder meine Rüstung an. Schweigeminute für unseren lieben Swiney vorbei, der uns unsere allererste Rüstung gegeben hat. Das war ja nicht meine Schweigeminute. Weder eine Minute noch habe ich geschwiegen. So, meine lieben Sumpfeier. Ihr bekommt einen Bolzen in euren Schlangenarsch. Weil. Ja, ich finde das nicht unbedingt heil. Stimmt ihr mir dazu? Ja, ihr stimmt mir zu. Das sind keine Haie, das sind irgendwelche Missgeburten. Fisch, Viecher, Schlangen. Ach ja, Balnetbeck, der irgendwie ein Spaten ist. Oder einfach nur merkwürdig. Oder ein Verrückter. Oder einfach nur ein Öko. Er mag Bäume. Anscheinend. So, Sumpfei. Jetzt kriegst du einen aufs Maul. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck, der hält viel aus. Scheiße, der hält viel aus. Stirb! Lass mich in Ordnung. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Verpiss dich. Oh fuck, ich glaube genau, der will ja dann Swiney. Ah ne, nicht Swiney, da. Ich weiß nur, in der Hütte ist jemand. Der Sumpfei will den umbringen. Was irgendwie etwas dumm ist, dass der Typ da platziert wurde. Weil da auch die ganzen Sumpfei die ganze Zeit rumschwimmen. Und der Typ ist an sich eigentlich nutzlos, bloß nützlicher als Matt. Er folgt einen zwar auch und. Ja doch, ich krieg die Zähne. Passt. Aber der Nutzen von ihm ist, dass er nicht sofort. Ich weiß nicht, haut er sofort ab, wenn irgendwie ich da ist? Ich glaube nicht eigentlich. Und er nervt nicht durchgehend. Er ist einfach nur irgend so ein rebellischer Typ. Ich habe keine Ahnung, ob der da noch lebt. Langsam, langsam, du hast gewonnen. Shred. Da. Shred in seiner Hütte. Oh fuck, noch ein Zufall. Jetzt treffen die mal. Nein, Schritt! Alles ist in Ordnung. Lauf nicht weg. Ah, scheiß auf ihn. Hallo, ihr lieben Blutfliegen. Ganz brav. Alter, sei nicht über mir. Das gefällt mir nicht, wenn mir jemand über mir ist. So. Habe ich wenigstens noch ein paar Sumpfeier erledigt und ja, dann war es das eben. Die halten aber auch nicht viel aus. Naja, na gut, sie halten schon viel aus, aber sie können mich kaum treffen. Naja, und ja, bis denn.